Nun also auch Subaru in diesem Video, der erste vollelektrische Subaru. Das sind doch super Nachrichten, oder? Das sind gute Nachrichten, oder? Der erste Subaru, der Flo, du hast es schon gemerkt, keinen Boxermotor hat. Und hat er dann auch keinen Symmetrical All-Wheel Drive? Nein, er hat Symmetrical All-Wheel Drive. Nein, er hat Allradantrieb. Denn die Experten unter euch erkennen das am Auto vielleicht. Der erste Subaru, der erste vollelektrische Subaru, der übrigens den Namen Solterra trägt. Solterra, das ist so ein Kunstwort aus Sonne und Erde. Schöne Verbindung. Basiert auf dem Toyota UFGBAS, Toyota BZ4X. Hast du das gemerkt? BZ4X. Wichtig folgendes. Der erste rein elektrische Toyota, der BZ4, ist übrigens mit Allradantrieb und ohne Allradantrieb erhältlich. Der Subaru wiederum, weil Subaru hat gesagt, naja, also bevor wir jetzt das Rad komplett neu erfinden und alles selber machen müssen, nehmen wir mal das. Das ist ja bei Subaru und Toyota, die arbeiten ja in anderen Sachen auch zusammen. Wie heißt das andere Auto, was wir bauen gemeinsam? Komm, 3, 2, 1. Der GT86 und der Subaru Britz. Ah. Ja? Der Subaru, der kein Allrad hat, der eine. Ja? So. Und dann haben sie beim Elektroauto gesagt, wir kombinieren auch, wir arbeiten gemeinsam. Ja, ist ja klar. Subaru ist ja ein relativ kleiner Hersteller, ist ein sehr sympathischer Hersteller. Florian fährt Subaru und Florian fährt übrigens Subaru deswegen, weil ganz am Anfang, das ist der Finger von Florian. Hinten dran ist der Mensch, ja, da, Florian. Da hinten steht er. Wie? Ach so, da, ach. Flo Subaru steht da hinten. Ja. Subaru Outback, 6-Zylinder, 3-Liter Hubraum, geiles Gerät, ne? Und warum fährst du den? Weil wir relativ früh an unserer Beziehung den Subaru WRX STI gemacht haben. Stimmt. Und ich so sehr davon geschwärmt habe, von dieser Ingenieursleistung, von diesem kleinen japanischen Hersteller und seinen emsigen und cleveren Ingenieuren und dieser Idee, dass man permanent Allradantrieb hat. Also nicht einfach wie jedes x-beliebiges SUV heute einfach nur ein Hang-on-Allradantrieb, sondern einen richtigen Allradantrieb. Und ich habe so davon geschwärmt und irgendwann hat der Flo den Virus gehabt und hat gesagt, jetzt kauft er sich so ein Ding. So, diese Marke hat also nun auch das erste elektrische Fahrzeug und es ist natürlich, wenn man so von der Seite schaut, das genau das, was heute immer funktioniert. Es ist ein SUV. Es ist auch ein recht großes, recht mächtiges SUV. Ich finde, es ist durchaus, ne, hat schon eine Größe, hat schon eine Proportion, steht schon auf der Straße. Flo und ich sind uns auch einig, dass das Design gut ist. Ist auch tatsächlich so, dass ich das Design gut finde. Diese recht rustikalen, stabilen Plastikverkleidungen an der Seite passen durchaus zum Thema Subaru, zum Thema Allrad. Und auch sonst finde ich eigentlich die Front und die heftigen Schnitte in der Karosserie gut gelungen. Ich finde, der macht genau das, was er tun soll als SUV, als Allradfahrzeug. Er steht schon ganz prägnant auf der Gasse. Wobei tatsächlich dieses Plastikelement hier mit dem weitergeführten aus der Lippe an der Seite inklusive den Luftblades und diesem dann massiv in den Kotflügel übergehenden Rathausschale, das ist schon, ja, das ist tatsächlich ein gutes Design. Ich bin sogar der Meinung, es ist einer der am best aussehendsten Subarus der letzten Jahre, ja, weil war doch eigentlich ein Subaru vor allen Dingen in der Optik immer ein Auto, was so ein bisschen in bester Manier konservativ daherkommt. Ja? Der kommt nicht konservativ daher. Der Solterra, basierend auf dem BZ4X, kommt nicht konservativ daher. Und es gibt ihn eben nur als Allradler, weil man gesagt hat, bei Subaru hat man gesagt, wir Allradmarke, wir immer Allradmarke. Finde ich gut. Ich möchte an der Stelle natürlich einhaken, dass mit so einer Kooperation immer etwas Marken-ID verloren geht. Ist so. Kann man auch beim Thema Allrad nicht anders sagen.
Bevor ich jetzt ganz zu tief vorgreife, möchte ich an der Stelle tatsächlich schon mal eines sagen. Nein, er hat, auch wenn innen drin ein X-Mode-Schalter ist, es ist nicht die Allradkompetenz von Subaru in dem Fahrzeug drin. Das ist einfach so. Das ist ein vollelektrisches SUV, der Machart, wie man es momentan macht. Elektromotor vorne, Elektromotor hinten und diese beiden Elektromotoren werden elektronisch gesteuert. Und die haben keine zusätzliche Kardanwelle von vorne nach hinten, die haben keine Differentiale, so wie man es kennt, mit einer voreingestellten Sperrwirkung oder einer Verteilung. Das gibt es da eben nicht. Dieses Fahrzeug ist das, was man 2023 macht. Batterie groß, unten schwer, in den Fahrzeugboden, E-Motor vorne, E-Motor hinten, obendrauf eine große Karosse, in dem Fall ist es nur tatsächlich, finde ich, eine große Karosse mit einem guten Design und auch eine geile Farbe, oder? Mhm. Ich finde, die Farbe hat auch wirklich was. Das Schiff hat seine Schnauze verloren. Oder ist das ein U-Boot vielleicht? Vielleicht ein U-Boot. Genau. Das U-Boot macht mich ganz kirre jetzt gerade. Das verwechselt. Wir schauen jetzt mal gemeinsam unter die Haube. Ich glaube, das ist wichtig zu schauen, oder Flo? Ja. Ja. Brummen. Brummen tut er tatsächlich so, als wäre da unten drunter noch ein Verbrennungsmotor, ne? Ich wollte schon sagen, mach mal den Motor aus. Das kann schon mal dazu führen, dass irgendjemand vor der Waschanlage sagt, machen Sie den Motor aus, wenn Sie auf die Wäsche warten, Sie Umweltsau. Ja, ist aber tatsächlich nur einfach der Lüfter. Ja. Oh, ist laut, ne? Ist laut tatsächlich. Unter der Haube haben wir zwei 80 kW, also einen 80 kW PSM-Motor an der Vorderachse, einen 80 kW PSM-Motor an der Hinterachse und wir haben 71,6 Kilowattstunden Batterie brutto. Netto habe ich keine Daten momentan gefunden zum Fahrzeug. Ich würde mal schätzen, irgendwo so um 68 Kilowattstunden hat der Akku netto. Jetzt wisst ihr aber schon, ne? Vorne 80 kW, hinten 80 kW. Auto läuft maximal 160 km/h ist er abgeriegelt. Ich weiß nicht, ob je ein Subaru-Fahrer vorher schneller fuhr, das kann ich nicht sagen. Könnt ihr ja mal unten drunter einfach mal unter das Video schreiben. Ne? Kommt bestimmt so den einen oder anderen Subaru WRX-Fahrer, der sich jetzt so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt. Für alle anderen mit stufenloser Automatik und einem 2,5 Liter Saugbenziner, die sagen, jawohl, bei 120 ist gut. Ne? Und da ist 160 sowieso illusorisch. 0 auf 100, 6,9 Sekunden, richtig zackig, richtig schnell. Sind also alles Werte, wo ich sage, Elektroauto, erster Aufschlag, Subaru, ist gelungen, oder? Also ja. Good News, ja? Ja. Wenn da der Alltag nicht wäre, was denn? Nur kurz ablenken vom Negativen. Warum ist der so laut? Also, warum ist der so laut? Warum ist der jetzt so laut? Naja, weil die Klimaanlage läuft und... Produziert er seinen eigenen Strom? Nein, ist kein Perpetuum mobile. Nee, ist einfach ein Lüfter drin, der nicht geräuschoptimiert ist. Wo ich einfach gesagt habe, ist mir jetzt egal, wie laut der ist, ja? Ist mir egal. Was auf dem Auto jetzt hier hinten nicht draufsteht, ne? Solterra, seht ihr ja, steht drauf. Aber die Ausstattungslinie steht nicht drauf. Das ist ein Platinum Plus. Ne? Es gibt in Deutschland tatsächlich bloß drei verschiedene Ausstattungslinien. Dann auch ganz wenig Möglichkeiten für Optionen überhaupt. Und Allrad oder nicht ist auch keine Frage. Und der Platinum Plus, was kostet der Flo, was schätzt denn? 50. 60.990 Euro. Jetzt wäre es gut gewesen, die Kamera auf dich zu richten. Flo hat nämlich einen ganz, ganz großen gemacht. Ja? Ist tatsächlich ein Thema, über das wir reden müssen. Wenn ihr den besten Preis für ein Auto finden wollt, dann findet ihr ihn wo? Autohub-Marktplatz. Danke, auf dem Autohub-Marktplatz. www.autohub.de/Angebote/ oder auch nicht, könnt ihr weglassen, den letzten Slash Autohub-Marktplatz. Ne? Ihr wisst das, siehst du bei der Seitenmacher-Müsli. Immer schön vorm Einschlafen dreimal. Mein nächstes Auto schaue ich mir auf dem Autohub Marktplatz raus. So macht er das in der Zukunft. Sind wir uns einig, ne? Autohub. Der Autohub Marktplatz. Ja, das läuft doch so langsam. Der hat im Übrigen 21 cm Bodenfreiheit. Also nicht nur massive Beplankung, mit 21 cm auch tatsächlich eine Bodenfreiheit, die ausreichend ist für den Wald, würde ich mal sagen. Eine andere Thematik für den klassischen Subaru-Fahrer ist die Anhängelast. Da hat er leider nur 750 Kilogramm.
Kommen wir zum Interieur. Ist tatsächlich ein großes Hallo erstmal hier drin, weil es was ganz anderes ist als bisher. Jeder Subaru-Fahrer, der bisher Subaru gefahren ist, wird sagen, ui, muss ich mich aber umgewöhnen so ein bisschen. Größtes Thema ist mit Sicherheit das Tablet hier in der Mitte. Finde ich auch relativ gelungen. Ist schnell, lässt sich gut bedienen, hat tatsächlich kaum Gimmicks. Also eigentlich sind da momentan so gut wie gar keine Gimmicks möglich. Kann aber etwas, was ich ja immer sehr liebe, wenn ich mein Handy da drin ablege in der Ladeschale, ist auch das Schönste gemacht, ne? Ladeschale schön versteckt. Wobei, das ist irgendwie nicht Toyota und Subaru Standard in meinen Augen. Das gehört irgendwie Plan eigentlich, aber ist nicht Plan, ne? Es hängt hier so ein bisschen. Aber gut, Handy hier reinlegen, induktiv laden, aufgeräumt, sicher und so weiter, auch vor Blicken geschützt und Apple CarPlay Wireless. Apple CarPlay Wireless. Dass hier noch ein USB, ein klassischer, ein großer ist und kein USB-C, gut, das mag vielleicht der klassische Subaru-Fahrer, der vermutlich auch eher ein Android-Handy hat, oder? Vielleicht so ein altes Nokia. Ein altes... Aber ich glaube, das Ganze nicht mit USB aufladen. Ein 3110 oder so. Ja, nee, da wird es schwierig tatsächlich. Gut, Apple CarPlay, auch ansonsten tatsächlich Bedienung, wenig Fragen hier im Innenraum. Ja, also groß, gut platziert, Klimabedienteil gut platziert, Sitzheizung. Kannst du auch so einstellen, dass es sich automatisch aktiviert. Das ist die erste Stufe dann. Oder gehst weiter, dann hast du eins, zweimal. Für Popo-Heizung hast du sogar dreimal. Klima an, Klima aus, Temperaturen einstellen, auch richtige Knöpfchen für die Lautstärke. Lautstärke an, aus, Klimabedienung, aus. Beheizbare Windschutzscheibe vorne und das ist die, wie nennt man das, diesen Lüfter eigentlich, ne? Gut, was dann mit Sicherheit als nächstes den Blick fängt, ist die Gestaltung des Armaturenträgers bzw. des Cockpits vor dem Fahrer. Auch das ein wenig merkwürdig. Das Lenkrad ist rund, wie gehabt, recht klein. Mir persönlich zu weit unten. Mein Sitz ist ganz unten. Das Lenkrad ist ganz oben. Und dennoch könnte ich, wenn ich erregt wäre, ohne Hände fahren. War das zu viel? Das persönlich... Ja, hoffentlich wird das Video nicht wieder demonetarisiert. Das persönlich ist mir zu tief eingestellt. Es geht aber auch nicht höher, weil ja mein Blick da hinten auf das Instrumentencluster fallen muss, das oberhalb des Lenkradkranzes dann ist. Wenn ich jetzt den Lenkradkranz höher machen würde, dann würde das System da hinten nicht mehr funktionieren damit. Also muss ich... Ich bin mir nicht sicher. Ja? Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Klassische Knöpfchen, klassische Taste zum Drücken und so weiter, Tempomaten, Abstandshalter, Radio, Bordcomputer und so weiter und die Pedals hinten dran. Dazu zwei richtige Hebelchen hinterm Lenkrad. Ganz klassische Bedienung. Und auch sonst, außer diesen Touchknöpfen, keine Touchknöpfe im Innenraum. Gute Sache. Ja, auch hier in der Tür, die Knöpfchen, das sind alles altbekannte Knöpfchen, so wie der Mensch das kennt. Ne? Schöne Geschichte auch, die Qualität von dem Armaturenträger. Flo Pharma stellvertretend für mich über den Textilien und sagt den Menschen, dass es schön ist. Schön, super. So, ich habe in der Zwischenzeit was anderes hervorgeholt. Das ist das Bordbuch. Das ist das Bordbuch des Subaru Solterra und ich nehme an, der Toyota BZ4X hat etwas ähnlich Großes. Da das sehr groß ist und hier unten meinen Platz wegnimmt, ne, wir haben ja so eine zeig's den Leuten bitte mal, Flo, wir haben so eine zweigeteilte Mittelkonsole, da unten drunter haben wir also nochmal Platz, was abzulegen. Ich glaube, da ist auch nochmal Platz für ein Handy da hinten. Und dann ist hier noch ein klassischer 12 Volt und ein USB-C. Ja. So, tu das mal bitte ins Handschuhfach, damit das nicht so viel Platz wegnimmt. Genau. Wer auch immer diesen lustigen Gedanken hatte, ein solches Bordbuch seinen Fahrern zu verkaufen, mitzuverkaufen, aber kein Handschuhfach ins Auto zu stellen, wo ich das reintun kann, weil das Auto hat nämlich kein Handschuhfach. Doch hier, da rein? Ja, und da tue ich mein Bordbuch hin.
Was mache ich denn dann mit der Ablage noch? Mit der Ablage da unten? Nichts mehr. Da ist ja dann kein Platz mehr. Also wer auch immer diese Idee hat, bitte, bitte such dir einen anderen Job und geh nicht mehr in die Automobilindustrie. Ist nicht zu gebrauchen, sowas. Schön wiederum in der Mitte. Becherhalter, Tassenhalter. Da passt auch schön die Flasche vom Dings rein. Machen wir keine Werbung dafür. Auch schön die Armablage. Verschiebbar, verstellbar, hochmachbar. Mach mal hoch. Inklusive Ablagefläche eben hier unten. Erschreckend wiederum finde ich. Warte mal, so war das. Das ist bei einem Dacia durchaus okay. Vielleicht passt da das halt rein. Ach so. Aber beim Dings habe ich es nicht erwartet. Das sollte es dann aber auch. Ach so, das will ich euch auch noch zeigen. Dadurch, dass wir hier von einer Familie kommen, die ihr kennt, hat auch dieses Auto einen digitalen Rückspiegel, wenn ihr wollt. Aber auch da nochmal der Hinweis, Menschen mit einer Sichtverstärkung, mit einer Sichthilfe, mit einer Sehhilfe und einem gewissen Alter stellen sich durchaus dappig an, oder das Auge schafft es nicht mehr so schnell, diesen Schärfebereich dann nachzustellen. Insofern habe ich das tatsächlich ausgelassen und bei Regen nutze es auch nicht mehr häufig. Gut. Sitzposition ist, wie gesagt, mir persönlich, du gewöhnst dich an alles. Du gewöhnst dich wirklich an alles. Ich finde das Lenkrad nur zu klein und zu weit unten. Sitzmemory ist drin, ist schön. Auch sehr gut und gut gelungen ist tatsächlich die Übersichtlichkeit und auch die Rückfahrkamera. Das ist eine gute Qualität. Da kann man gar nichts sagen. Das System geht übrigens an, wenn ihr es wollt. Jedes Mal, wenn ihr langsam fahrt, automatisch hier auf dem Monitor die Kameras zur Seite und diese Draufsicht, die 300 Grad Draufsicht. Weil ich sie gerade noch mal bedient habe, der Wählhebel ist auch extravagant geworden. Er ist hier so in der Mitte, das da macht gar nichts. Ihr müsst aber dieses Teil nach unten drehen und dann entweder zu R in Neutral oder eben auf D schalten. Und auch besonders gut, ich nehme an, dass das der gleiche Mitarbeiter war, ist folgende Funktion. Es piepst. Es piepst jetzt die ganze Zeit. Solange der Rückwärtsgang drin ist, macht das Auto hier drin pieps. Ich kenne das durchaus bei LKWs, dass es draußen piepst, dass die Umgebung weiß, das Auto fährt jetzt rückwärts. Dass er jetzt die ganze Zeit piepst, bis ich in Neutral wieder gehe, ist hoffentlich der gleiche Mitarbeiter, der das Bordbuch designt hat und dann kein Handschuhfach mehr dafür hatte. Und der ist hoffentlich in der Zukunft einfach woanders zu finden. Ach so, vielleicht noch ein Wort über dieses Instrumentencluster. Was ihr da so seht, ist alles an Informationen, was ihr habt. Was ihr hinzufügen könnt, ist eine Art Bordcomputer auf der linken Seite, der dann auch verschiedene zusätzliche Informationen hat. Das kennen wir, dieses System kennt man und diese Aufsplittung und den Informationsinhalt kennt man vom eben Konzernpartner, in dem Fall nenne ich ihn mal, von Toyota. Und ihr seht jetzt schon so langsam vielleicht, wohin der größte Kritikpunkt, das größte Problem bei diesem Auto geht. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, Flo, das ist der Batterieladestand. Was glaubst du, wie viel Prozent hat dieses Auto noch am Batteriestand? Er verrät es ja nicht in Prozent. 25. 30. Ein Viertel würdest du sagen? Viertel, ja. 30, 30 Prozent. Also wären 80 mal 3, 300, 18, 16. 240. Ja. Genau, okay. Gut. Gut, okidoki. Machen wir von vorne ein HB. Sitzt, muss ich hinten auch einer reinsetzen, richtig? Die schiere Größe wird, glaube ich, wirklich recht deutlich, wenn ich mich hier hinten reinsetze. Der Sitz ist immer noch so, wie ich vorne gesessen habe. Aber ihr seht tatsächlich, das ist ein fürstlicher Platz hier hinten. Du hast natürlich den klassenüblich flachen Boden und vielleicht ein bisschen niedrig montierte Sitzbank, ein bisschen flach gestellte Rückenlehne. Aber im Großen und Ganzen kann ich eigentlich nur sagen, es ist extrem viel Platz hier hinten. Und daran merkt man dann tatsächlich, wie groß das Auto auch geworden ist. Es ist ein sehr, sehr geräumiges SUV. Es ist ein wirklich vollwertiges Familien-SUV mit viel Platz für vorne und hinten.
Ich glaube, da wird sich keiner beschweren. Hier hinten hast du sogar zweimal USB-C, ne? Sitzt also, siehst eindeutig, der Nachwuchs der Subaru-Fahrer, die haben dann wahrscheinlich schon ein Telefon mit USB-C-Anschluss. Außerdem haben wir in der Ausstellungslinie auch die Sitzheizung hinten und Luftausströmer hinten. Ansonsten ist es eine Sinfonie schwarz in schwarz mit ein bisschen Klavierlack an der Seite, ein bisschen gepolstert, aber ansonsten einfach recht viel Kunststoff. Zu kritisieren hätte ich jetzt an der Stelle wenig, weil du willst das hinten vermutlich schon einigermaßen pflegeleicht haben. Ne? Also bleibt der Eindruck von hinten, Platzhammer. Es darf natürlich nicht fehlen, einmal gemeinsam in den Kofferraum zu schauen. Ist aber schneller als beim Forest, oder? Aber hallo. Ja, ja. Also da haben wir ja schon ein oder zweimal die Geschwindigkeiten gemessen. Genau. Ja, komm. Also ich glaube, ich muss euch da jetzt weder mit Zahlen bombardieren noch sonst was. Ihr seht das im Vergleich zu anderen Videos. Das Ding ist ein großes SUV mit genug Platz, mit genug Raum, mit der Möglichkeit, da hinten deinen Ladeziegel zu verstecken. Du hast einen doppelten Laderaumboden, ne? Ihr seht das, der liegt hier oben auf. Wenn ihr also maximalen Platz macht, nehmt ihr den auch noch raus. Schön sind auch so Sachen wie hier diese zusätzlichen Einkaufstütenhaken, ne? Damit du, wenn du von hinten deine Einkaufstüten rein, die fliegen dann durch die Gegend nicht in der Gegend rum. Herrgott, sag Zement! Fliegen nicht in der Gegend rum und gut ist. Kommen wir zum allerwichtigsten Punkt. Wir fahren ihn. Hörst du das, wie die Turbine so langsam hochfährt? Also das ganze Geräuschbild von dem Auto ist schon recht heftig. Und es ist auch tatsächlich so, dass von außen immer so ein hochfrequentes Surren zu vernehmen ist. Mal gucken, dass ich meine, jetzt meckern die Leute wieder über den Ton, aber meine Gruschelweste habe ich schon ausgezogen, ja, schon drauf aufgepasst. Ist von draußen immer so ein hochfrequentes Surren auch zu hören. Fällt von außen ein bisschen unangenehm auf, finde ich. Hier im Interieur hörst du davon relativ wenig. Im Interieur überwiegen tatsächlich andere Wahrnehmungen. Auch das da, ne? Das ist das Thema, was ich eben gesagt habe. Du rollst hin, du wirst langsamer und dann geht er automatisch auf das Bild. Das finde ich praktisch, weil du hast halt bei den Autos heute durchaus immer mal wieder so das Gefühl, wo hört denn der eigentlich auf? Und auch wenn es SUVs gibt, die eine wesentlich schlechtere Übersichtlichkeit haben, ist es eine schöne Hilfe. Das doppelte Glasdach hilft auch beim Raumgefühl. Ne? Ist auch so ein klassisches Thema, mit dem du dem Interieur mehr Weite verleihen kannst. Eine Sache jetzt gleich mal zur Lenkung. Theoretisch gibt es den gleichen, den BZ4X, mit einer Steer-by-Wire-Lenkung. Steer-by-Wire hatten wir vor ein paar Jahren schon mal, hatte Infiniti zuallererst in Serie gebracht und hat auch Toyota mittlerweile jetzt eben so entwickelt. Steer-by-Wire tut Folgendes. Im Prinzip brauchst du keine Verbindung mehr vom Lenkrad, von der Lenksäule zu den Rädern nach vorne, sondern du brauchst eigentlich hier nur noch einen Servo, der deine Bewegungssignale aufnimmt und diese Bewegungssignale dann wiederum an die Lenkung gibt und die Lenkung kann dann lenken. Warum macht man das? Dann zum einen führt es zum autonomen Fahren, es gibt hier unheimlich viele Möglichkeiten. Zum anderen ist es ein Komfortaspekt. Sobald du Vorderräder und Lenkrad komplett entkoppelst, kannst du Schwingungen und Einflüsse auf den Achsen, auf dem Rad rausnehmen und die kommen nicht mehr an die Lenkung. Hatte damals tatsächlich beim Q60 schon dazu geführt, dass man ein sehr komfortables Lenkgefühl hatte. Hat er nicht. Haben sie, glaube ich, auch beim BZ4X noch nicht in Serie, sondern es ist nur so, dass es kommen wird. Ja. Trotz allem, ich finde, er fährt sich sehr Subaru-like. Also sehr souverän, sehr gut gedämmt, sehr gut federnd. Nicht sensibel federnd, nicht ultra komfortabel, aber so dieses, ne, du hast das Gefühl, du kannst damit auf unsanften Wegen auch mal ein bisschen burschikoser losbrausen, ohne dass du dir Angst um die ganze Aufhängung machst. Dieses ganze Fahrzeug hat dieses Gefühl von, naja, das kann der schon abhaben und so, ne? Ist gut. So, wir haben ja 2 PSM, also 2 Permanent-Synchron-Motoren. Das sind die Elektromotoren, die einen von Grund aus natürlich etwas höheren Punch haben. Und das merkst du bei dem Auto auch. Da geradeaus ist grün, da fahren wir geradeaus und das frei ist.
Müssen wir gucken, dass der nicht über die Straße läuft, nicht ihn platt macht. Er hat einen wirklich guten Antritt. Er hat mit Sicherheit für einen klassischen Subaru einen ungewohnt souveränen Antritt. Sehr kräftig, sehr stark. Wartest du auf mich? Okay. Nice. Busfahrer in Offenbach, ich grüße dich. Ein netter Mann. Hast du den gesehen? Ja, also kraftvoll, dynamisch, fährt sich gut. Bei 160 ist aber wie gesagt Schluss. Geräusch ist gut. Windgeräusche hörst du kaum. Aber es gibt halt ein massives Problem. Dieses Auto hat einen Energiekonsum, der ist unnatürlich. Ich möchte jetzt... Was denn? Subaru-like. Ja, aber du hast einen 3 Liter 6-Zylinder Benziner. Der darf das ja. Ja, aber du hast recht, es ist tatsächlich Subaru-like. Also das ist tatsächlich das, was ich mir gedacht habe. Das ist so ein bisschen traditionell, ja. Diese 2,5 Liter Boxer-Motoren, 4-Zylinder-Sauger sind ja jetzt auch nicht die Effizienzwunder. Da gibt es ja auch Motoren, die sparsamer sind. Und das ist tatsächlich sein größtes Problem. Jetzt stehen heute 26,1 drin. Bevor ich bei Flo war, ist das Auto 250 Kilometer mit mir gefahren, in denen ich nicht genullt habe, in denen ich betont, oh, jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir so ein Bum-Bum-Bum-Auto neben dran. Ist das ein Maybach? Nee, ist ein Fünfer, ein Alter. Also, der hat Offenbach als Geburtsort im Führerschein stehen. Wer kommt aus Offenbach und fährt ein Maybach? Ja. In die Kommentare. Flo macht Interaktion. Wer kommt aus Offenbach und fährt einen Maybach? Ja, also ich habe keine Ahnung, wer aus Offenbach kommt und einen Maybach fährt. Aber wir haben einen Haufen Offenbacher Zuschauer. Ja. Vielleicht ist das irgend so eine Lokalprominenz oder ist das irgend so ein Musiker oder sowas? Ja, beides? Ja. Also eine Lokalprominenz und Musiker. Okay, gut. Zurück zum Auto. Darf ich hier fahren und dann? Du kannst hier auch über den Kreis fahren, ja? Das ist hier ein Kreisel? Genau, hat aber Ampeln, so wie in Offenbach. Ja, das halt ist. In Offenbach musst du im Kreisel Ampel machen, weil sonst klappt das auch nicht. So, also. Kommen wir ja auch wieder raus oder hängen wir jetzt? Zurück zum Verbrauch. Kommen wir zu den traurigen Sachen, weil eigentlich ist es wirklich nicht zum Lachen. Denn das, was ihr da vorne seht, ist der Durchschnittsverbrauch plus der letzten 2 Stunden. Und das Problem ist, dass dieses Auto, selbst wenn du es einfach nur anhauchst, das Auto, und immer nur leicht rollen lässt und wirklich auf der Autobahn 110 ist Feierabend und rollen und genießen und rekuperieren und ruhig. Ich kriege nicht unter 25 Kilowattstunden auf 100. Und das ist eindeutig viel zu viel. Und das Problem ist, dass das Schätzeisen da vorne, also diese Restkilometeranzeige, die bedrückt mich die ganze Zeit. Die wird einfach permanent weniger, aber nicht in der Relation zu dem, was normal wäre, sondern ja, das ist einfach, ich bin hergekommen, da hatte ich noch 150 drauf. Und dann fahren wir einmal 10 Kilometer durch Offenbach und es fehlen mir 50 Kilometer. Inflation nennt man das. Es ist Inflation und es ist wirklich schlecht. Es ist wirklich schade, weil einfach die Verbindung von unter 70 Kilowattstunden Netto-Akkugröße, unter 70 Kilowattstunden Netto-Akkukapazität in Verbindung mit einem Auto, was du selten unter, also ich habe es überhaupt nicht unter 25 Kilowattstunden bekommen, das führt halt einfach dazu, dass du eine Reichweite hast, die nichts damit zu tun hat, was das Auto anzeigt, wenn es vollgeladen ist und auch wirklich ein Problem ist. Das ist so das, was heute viele Leute immer wieder mit dem Elektroauto sagen, ja, aber 250 Kilometer Reichweite und dann muss ich wieder laden und so. Und dann kommt das Argument, naja, aber wenn du 250, dann gehst du halt schnell eine halbe Stunde laden. Ja, da kommen wir aber zum nächsten Problem von dem Auto. Das Nachladen der Batterie. Ich habe nicht einmal an der Ladesäule nicht einmal mehr als 70 Kilowatt gesehen. Stattdessen fällt er so rapide sogar noch ab und braucht so lange, bis er aufbaut. Mit den technischen Daten hat es gar nichts zu tun. Das verstehe ich nicht. Das Auto ist zum Beispiel auch so, wenn du es lädst und er hat 80%. Jetzt haben wir einen Akku, der kleiner als 70% Bruttokapazität hat und 80% davon
sind dann also 14, sind 54, wären es 54 Kilowattstunden, die wir im Akku haben, wenn wir nur bis 80% laden. Bin ich jetzt richtig? Ja, also wenn ich 70 minus 20%, 70 sind 14% runter, sind 56. Ja, verwechselt so ein bisschen Prozent und Kilowattstunden, aber das verzeiht dir der allgemeine Physikstudent. Wieso? Nein, wir haben 70 Kilowattstunden im Akku, genau, und ziehen davon jetzt 20% ab. 10% von 70 Kilowattstunden sind 7, 20% sind demnach 14 Kilowattstunden. Ja. 70 minus 14 sind 56 Kilowattstunden. Jetzt haben wir es. Oder? Ja, musst nochmal zurückspulen und dann... Ich spule den Scheiß, spule ich hier! Dann weißt du, was ich meine. Achso, okay. Aber wir haben... Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Scheiß erzählt. Das, aber ich höre mir ja nicht zu. Ich höre mir ja nicht zu. So, jetzt hast du 56 Kilowattstunden zur Verfügung. Wenn du auf 0 fährst, bei 80, von 80 auf 0, hast du 56 Kilowattstunden zur Verfügung. Aber 25 brauchen wir. Das heißt, du bist nach 200 Kilometern schon am Ladesäule suchen, weil du schon Panik schiebst. Ja, 6 Zylinder. Und das ist einfach, das ist nicht, sorry, das ist nicht gut genug. Und das tut mir, es tut mir im Herzen weh. Theoretisch ist das ein sehr, sehr gutes Auto. Rein handwerklich. Karosserie. Look and feel. Touch. Hier. Das funktioniert alles. Du bist nicht überfordert. Ich würde mich sogar mit diesem kleinen Display da vorne und dem kleinen Lenkrad, das würde ich alles akzeptieren, wäre die elektrische Seite von dem Auto nicht so schwach. Um es zusammenzufassen. Verbrauch zu hoch, Batterie zu klein, Ladegeschwindigkeit zu niedrig. Ja, dann kommen wir zum Fazit. Ihr seht es dann schon in der Körperhaltung, wenn der Mensch die Arme verschränkt, ne? Dann ist er nicht zugänglich. Und es tut mir nicht, es macht mir keinen Spaß an dieser Stelle, aber der Solterra ist kein gutes Elektroauto und er ist kein guter Subaru in meinen Augen. Ein guter Subaru. Das war aber über Wetten, dass die Wette verloren. Ich bin tatsächlich enttäuscht. Ich finde ihn optisch erstaunlich gut. Ich finde die Materialien gut im Innenraum. Ich habe ein paar Probleme so mit der einen oder anderen Idee im Innenraum, also mit dem Handbuchen ohne und dann aber keinen. Ja, musste aufpassen in Offenbach. Dann kein Handschuhfach, aber mich enttäuschen tatsächlich bei dem Auto viel mehr die harten Fakten. Ein Elektroauto braucht ein besseres Batteriemanagement, ein Elektroauto muss besser laden, ein Elektroauto muss effizienter mit dem Strom umgehen. Und ein Subaru muss tatsächlich noch mehr bieten. Und auch das Thema mit der Allrad-Subaru ist halt Quatsch, weil ihr könnt in dem Auto euch genau anschauen, dass der auch manchmal mit Frontantrieb fährt. Sorry, kann man sich anschauen. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinungen. Ich weiß, es ist nichts, was der Presseabteilung von Subaru gefällt. Es ist wahrscheinlich auch nichts, was dem Hardcore-Subaru-Fan gefällt, weil natürlich findet man, du fokussierst schon auf deinen Outback, oder? Und natürlich will man immer, dass das, was man in der eigenen Marke hat, toll ist. Aber sagen wir es mal positiv formuliert, ist das Beste, was ich über den Subaru Solterra sagen kann, dass das zweite Modell, das Subaru als vollelektrisches auf den Markt bringt, bestimmt besser wird. Das war AutoHub. Mein Name ist Björn Habinger, mein Freund, nämlich. Ich habe ihn in den Kanal abonniert habt und jetzt auch so ein bisschen eine kleine Träne weint, dann dürft auch ihr mich Habi nennen. Und jetzt, Flo, fahren wir mit deinem Sechszylinder nach Hause, oder? Nee, jetzt mal ganz ehrlich, Flo. Ja, ist, wie viel Reichweite hast du noch? 60 Kilometer? Wenig. Mal davon, also, das mit dem Lüfter ist echt so ein Ding, ne? Ja. Nee, man muss den Leuten mal sagen, dass man da auch geräuschoptimierte 69 Kilometer Restreichweite jetzt noch. Ja, selbst das wenn ist ich frustrierend. Jetzt hier nur noch 200 habe, bin ich aber auch schnell wieder auf den 400 Kilometer. Nee, schnell wieder 400 Kilometer. Das ist tatsächlich das Problem. Ich habe das Gefühl, dass sowohl BZ4X als auch der Solterra, ich habe das Gefühl, dass dieses Auto für Menschen konstruiert wurde, die keine Lust darauf haben, die Elektrifizierung voranzutreiben. Sonst würde man das nicht tun, glaube ich. Das da, das ist ein Ingenieursauto. Na, das ist Symmetrical All-Wheel-Drive.
Sechszylinder, Boxermotor. Das ist ein Auto, was auch nach 20 Jahren dasteht und Liebhaber findet. Und das erwarte ich. Mann! Die Presseabteilung wird mich hassen. Sie werden uns kein Auto mehr geben, Flo. Kannst jetzt schon Tschüss sagen von Subaru, bin ich mir sicher.